Lass uns noch kurz über den Held meiner Kindheit reden, Super Mario. Ist euch ein Begriff, nehme ich an. Ja. Es war wirklich, es war ein Held meiner Kindheit und ich habe das immer als total positiv in Erinnerung. Ich dachte immer, es sind diese schönen, bunten Spiele, die wahnsinnig viel Spaß machen. Ne? Das erste Spiel, was ich jemals hatte, war das allererste Super Mario auf dem Game Boy aus dem alten Grauen und so. Ich habe eine richtig gute Beziehung dazu gehabt. Und jetzt habe ich neulich aus Nostalgie nochmal reingeguckt und mein Blick darauf ist jetzt ein ganz anderer. Also ich war in Therapie, ich sehe jetzt da Dinge, die ich nicht vergessen kann. Also erstmal ganz kurz nochmal, können wir ganz kurz drüber reden? Mario hat definitiv psychische Probleme. Das ist uns allen klar, oder? Ist ein erwachsener Mann, der so redet die ganze Zeit. Er ist ein Klempner. Stellt euch vor, ihr ruft einen Klempner an, weil ihr Probleme habt in der Wohnung. Und der kommt rein und ist so, hallo, ich bin hier wegen den Leitungen. Und ist so, wow, geht's dir gut? Ist alles okay? Er hat definitiv auch ein Essproblem. Können wir darüber kurz, ist ein bisschen unangenehm. Er ist definitiv ein Frustfresser, oder? Das wissen wir auch alle, ne? Ich meine, offiziell ernährt er sich von Pilzen, aber er springt den ganzen Tag und er nimmt nie ab. Leute, das ist ein Warnsignal. Wir brauchen eine Intervention, okay? Ich wäre, glaube ich, auch ziemlich frustriert, wenn ich sein Leben führen würde, wenn ich eine Freundin hätte, die sich die ganze Zeit mit Absicht entführen lässt. Ja, nee, sie lässt sich mit Absicht entführen. Das ist uns allen klar, oder? Kein Mensch wird von Schildkröten entführt. Du gehst mit. Wenn Schildkröten versuchen, euch zu entführen, geht einfach zügig weg. Okay, das reicht. Ihr müsst nicht mal rennen. Das war's. Peach, geh einfach weg. Wie oft ist es jetzt passiert? 15 Mal? 16 Mal? 30? Reicht nicht. Was? Wie oft? Ist das ein Traum von dir? Ist das dein Kink? Ich weiß nicht, wie die ihr Leben leben, dieser Familie vor allem. Auch weil Luigi unterstützt ihn ja die ganze Zeit, ne? Nee, also er enabled ihn. Also er unterstützt ihn bei allem, obwohl er weiß, es ist nicht richtig, aber er liebt seinen Bruder zu sehr. Ich will einfach mal wissen, wie dieser Anruf abläuft. Weil Luigi arbeitet wahrscheinlich ganz normal, ne? Und dann kriegt er diesen Anruf und er ist so... Okay. Ja, hallo? Ich bin's, Mario! Ja, ich weiß. Ich habe deine Nummer eingespeichert. Ich bin dein Bruder. Ich kann sehen, wenn du anrufst. Du kannst sehen, dass Super Mario anrufst. Nein, da steht nicht Super Mario. Ich bin dein Bruder. Ich habe dich als Mario gespeichert. Was ist das Problem? Es ist ja wieder passiert. Peach ist entführt worden? Ja, sie ist entführt worden. Von den Schildkröten? Ja, von den Schildkröten. Oh. Mario, du musst dich trennen von dieser Frau. Die ist toxisch. Wir versuchen, ein Unternehmen am Laufen zu halten. Wir versinken in Aufträgen, Mario. Es gibt Fachkräftemangel. Danke, vielen Dank.